In Rottweil mache ich mich auf die Suche nach dem am höchsten gelegenen Arbeitsplatz im Südwesten. Im Aufzug Testturm der Firma TK Elevator. Der Fahrstuhl gibt schon mal Vollgas. 8 Meter in einer Sekunde. Stimmt doch, oder? Stimmt. Ja. Gut aufgepasst. Ja. 29 km/h. Zuerst geht es auf Deutschlands höchste Besucherplattform. Die ist wirklich sehr hoch. Wie stabil sind denn diese Scheiben? Das ist ja schon auch besonders, oder? Das ist Sicherheitsglas. Das ist Sicherheitsglas? Ja, hier kann nichts passieren, hier sind Sie absolut sicher. Aber so ein bisschen, geht Ihnen da nicht ein bisschen die Pumpe auf, oder? Nein, überhaupt nicht mehr. Ich bin ja schon längere Zeit jetzt da. Man gewöhnt sich an die Höhe. Im Innern des Gebäudes werden Hochgeschwindigkeitsaufzüge getestet und neuerdings auch Aufzüge ohne Seile. Die Technik macht es sogar möglich, dass die Fahrstühle seitlich fahren. So, bitteschön. Hier sitzt du? Ja, das ist mein Arbeitsplatz, mein Büro. Dann hast du aber tatsächlich den höchsten Arbeitsplatz Baden-Württembergs, oder? Ich denke. Geht nicht höher. Ja, geht nicht höher. Bevor ich hier angefangen zu arbeiten, hatte ich Höhenangst. Das hatte ich schon als Kind und ich muss dir sagen, es hat 3-4 Monate gedauert, bis ich meinen Körper an die Höhe gewöhnt hat. Ja. Und dann war es für mich normal und jetzt kann ich alles machen. Beate Höhnler hat auch einen Testschacht für meine eigene Höhenangst. Zeit für eine Konfrontationstherapie. Ist das der Schacht? Das ist unser Transportschacht. Und da stehst du so lässig und sagst du, hier ist er? Okay. Ja, natürlich, ich bin es ja gewohnt. Mit diesem Schacht haben wir die Möglichkeit, unsere Maschine nach oben zu transportieren. Und wir befinden uns jetzt hier auf 226 Höhenmeter. Mhm. Und jetzt kannst du mal ganz vorsichtig einen Blick nach unten werfen. Man kriegt da sofort so feuchte Hände und so ein bisschen weiche Knie auch. Es ist wie so ein Sog auch, oder? Man guckt da runter, man hat das Gefühl, es zieht einen so ein bisschen. Ja, absolut. Gut, habe ich gesehen, würde mir reichen tatsächlich. Okay. Also, es war beeindruckend spektakulär, aber jetzt können wir die Tür auch wieder zumachen. Okay, ja, mache ja, ich für dich. Vielen Dank. Das Thema Höhenangst. Super Idee für mich mit den super Bauwerken.